Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Zwölftakters und auch an diejenigen ein herzliches Willkommen, die zufällig hier vorbeigekommen sind. Denkt bitte daran, dass dieses Festival zum 29. Mal stattfindet. Helge Nickel zu meiner Linken, zu meiner Rechten, zu eurer Linken ist der großartige Veranstalter und Chef des Ganzen. Und er hat 4 Tage lang ein extrem formidables Programm zusammengestellt. Wir befinden uns zu eurer Orientierung an Tag 2, Position 1. Das heißt, wir haben ab jetzt gefühlte 12 Stunden Musik vor uns. Gutes Wetter, Zuckerwatte, Fischbrötchen, Eis, Sahne und mich persönlich auch. Ich komme ab und zu immer wieder zu euch raus und erkundige mich nach eurem Zustand und nach eurem Wohlgefühl. Wir fangen jetzt an und das ist eine Band, die, glaube ich, für einige Überraschungen sorgen wird. Sie kommen aus dem hohen Norwegen und dort aus Bergen, dort regnet es sehr viel. Bergen, yes. Und deswegen haben sie den Blues. Und nichtsdestotrotz, der Blues, wie ihr alle wisst, ist auch Happy Music und das werden sie jetzt euch rüberbringen. Präsentiert wird das Ganze von Blues News aus der Schweiz, ein Sponsor, den ich nicht vergesse, ist ja ganz klar. Denkt bitte dran, wenn kleine und junge Mädchen zu euch kommen, die euch bitten, ihnen was in das Sparschwein zu stecken, tut das. Bekommt so einen kleinen Aufkleber und werdet Förderer, quasi stiller Förderer und Freund dieses Festivals. Spenden sind erwünscht. Und jetzt heißt herzlich willkommen aus Norwegen für euch das erste Mal hier H.M. Johnson. Yes. H.M. Johnson!